Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und du siehst ja schon, was wir heute besprechen in der Folge, und zwar genau der Springfieldberg. Ja, gucken wir uns mal hier so ein bisschen genau an. Ja, es haben leider zu viele sich den gewünscht, da konnte ich nicht anders, um ihn endlich mal in der Tat umzusetzen. Und keine Angst, heute in der Folge werden wir nicht diesen Berg als Tutorial, dass ich dir erkläre, wie man so einen Berg baut, denn so einen Berg kann man einfach nicht erklären, da es ja immer darauf ankommt, wie deine Welt halt, gegeben ist, ne? Wie viel Platz hast du, wo willst du ihn hinsetzen, ist ja immer unterschiedlich, wie das dann natürlich auch aussieht. Von daher mache ich das, was man immer bei so einem Projekt machen kann. Von daher habe ich auch meinen alten Fotoapparat aus der Rümpelkiste rausgesucht und habe dir einfach mal die einzelnen Schritte, wie ich den Berg gebaut habe, einfach mal wieder fotografiert. Gucken wir uns auch gleich an. Und dass man mal sehen kann, wie so ein Berg in Minecraft an sich, ja, erbaut wird oder wie man sowas am besten machen kann, um einen Berg zu bauen, und wie er dann natürlich auch so ein bisschen natürlich aussieht, dass er natürlich nicht so pyramidenmäßig aussieht, aber dazu kommen wir jetzt. Und zwar, am besten fängt man einen Berg an, indem man sich erstmal eine freie Fläche sucht. Ich würde mal hier jetzt einfach mal sagen. Dann zieht man sich einfach eine Linie hin, die, würde ich mal sagen, um es jetzt nicht zu schwer zu machen, rund ist oder irgendwie schräg ist. Versucht das Ganze irgendwie viereckig zu halten. In Minecraft fällt das natürlich ein bisschen schwer, viereckig zu denken, aber versucht es einfach mal. Danach fangen wir an, eine Pyramide zu bauen. Und zwar natürlich nach innen. Und ich habe mir jetzt das Maß genommen, das kann immer unterschiedlich sein, wie du das dir halt gerne machen möchtest. Ich habe jetzt einfach so gemacht, dass bei mir die Stufenhöhe, also jede Ebene hat eine Höhe von 3 Blöcke und die Vorderfläche von der vorigen Ebene ist dann so ein Abstand auch mal so von 3 Blöcke, so eine Fläche halt. Und das macht man dann immer wieder, bis man auf irgendeine bestimmte Höhe ankommt. Wie viele Schichten du da machst oder wie groß der Berg ist, ne, das entscheidest du ja immer selber. Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir irgendwann mal oben angekommen sind, dann machst du das Ganze einfach glatt. Einfach erstmal glatt machen und dann haben wir das schon mal erledigt. Was man danach tun kann, ist ganz einfach gesagt, und zwar müssen wir das Ganze ein bisschen optisch verschönern. So pyramidenmäßig sieht das ja immer nicht schön aus, von daher schnappen wir uns dann einfach noch ein paar weitere Erdblöcke oder was auch immer du jetzt genommen hast, um deinen Berg zu bauen. Und dann setzt du dir da einfach vorne weitere Schichten hin. Mach das aber nicht jetzt so ein Muster draus, mach das einfach willkürlich hin. Da setzt du mal 5 Blöcke mehr, da weniger, vielleicht baust du da auch ein bisschen was wieder weg, um das ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. Das machst du natürlich dann um den ganzen Berg herum, wie du halt gerne möchtest. Und am Ende sieht das dann natürlich so entsprechend aus, wie du es dir natürlich auch gesetzt hast. Ja, der nächste Schritt, den man am besten tun sollte, ist jetzt bei unserem Springfieldberg, sich die Schrift hinzumachen. Das habe ich auch gemacht. Kleiner Tipp, wenn du dir die Schrift hinsetzt, mach erstmal die Schrift gerade hin. Und danach kannst du dir sie ein bisschen noch versetzen. Dann siehst du immer, wie das am besten immer so passt. Habe ich auch gemacht. So leicht und dann immer wieder versetzt, so abwechselnd. Und fertig haben wir auch diese Schrift. Ja, was kann man noch machen, um den Berg ein bisschen zu verfeinern, ein bisschen Pflanzenwelt noch hinsetzen? Also das heißt, nimmst ein bisschen Knochenmehl, setzt überall so ein paar einzelne Gräser hin, vielleicht ein paar Bäume, ein paar Büsche und fertig ist das Ganze. Aber bitte übertreib nicht so doll, weil auch bei unseren Simpsons ist der Berg nicht gerade zugewuchert mit Pflanzenwelt. Von daher kann man das Ganze in Maßen halten, kannst natürlich auch richtig viel setzen, halt immer, wie es dir am besten gefällt. Ja, und fertig ist der Berg an sich, hier ist er nochmal und... Ja, da kann ich nochmal hier ein bisschen rumfliegen, das Ganze hier ein bisschen genauer zu zeigen. Auch die Buchstaben, da fliegen wir mal ein bisschen genauer hin. Da ist natürlich auch eine Stütze, um die Buchstaben zu halten. Die sind ja nicht da irgendwie festgeklebt, die sind ja auch hier wirklich irgendwie befestigt, ne? Dass sie uns nicht nach vorne kippen, ne? Nach unten zu unserem Mostano-Forschungszentrum. Ne? Das wollen wir nicht. Oder auf die Straße, dass der Verkehr hier erliegt. Aber naja, so viele sind jetzt ja auch nicht so unterwegs. Aber trotzdem müssen wir das ja sicher. Ja, wie gesagt, man macht dann einfach hier so ein bisschen so einen Berg hin. Wie groß er ist und alles, das entscheidet selber, ne? Halt, wie viel Lust du hast, das Ganze zu bauen. Auf der Rückseite habe ich natürlich, haha, jetzt sehen wir es gleich, das Ganze nicht hier optisch noch ein bisschen verfeinert. Warum habe ich das nicht so gemacht? Ja, einmal sieht man hier auch noch schön, wie es so aufgebaut wurde als Pyramidensystem. Da könnte man sich das Ganze hier noch verkleiden. Aber ich finde das jetzt ein bisschen Unsinn. Also für mich ist das ein bisschen Unsinn, das hier zu verkleiden, da ich noch mit den Gedanken spiele, hier hinten noch etwas ranzubauen. Entweder mache ich mir den Berg noch ein bisschen größer oder hier zur Seite noch ein bisschen weg, halt so, wie ich mir das gerne machen möchte. Und zwar gibt es ja noch bei den Simpsons so einen fetten Staudamm oder so eine Sternwarte, die ja auch auf unseren Springfieldberg oder auf unseren, also oder in der Umgebung unseres Bergs ja auch irgendwo befestigt wurde. Und da könnte man das natürlich ja auch gut machen, dass man hier den Berg noch ein bisschen erweitert, nach hinten, zur Seite noch irgendwie.
naja, wie man halt gerne möchte. Und dass ich dann hier noch vielleicht so einen Staudamm auf der Rückseite baue und vielleicht noch eine Sternwarte irgendwo hin. Da muss man mal gucken. Das sind jetzt nur so Gedanken, die ich jetzt habe, die man noch am Berg ranbauen kann. Naja, gibt man vielleicht noch ein paar andere Sachen, die bei unserem Springfield-Berg oder irgendwie auf erhöhten Positionen platziert wurden bei unseren Simpsons. Aber wenn ich jetzt irgendwas vergessen sollte, jetzt, was man unbedingt bauen muss, dann könntest du mir das natürlich auch vorschlagen. Warum baut sich hier die Welt nicht so auf? Ah, jetzt. Ja, jedenfalls kannst du mir das gerne vorschlagen, was man noch beim Berg hinbauen kann. Na, ich spiele jetzt erstmal mit Gedanken Staudamm und Sternwarte. Finde ich auch relativ cool, wenn man da noch was macht. Wie gesagt, den Berg, den kann man ja immer noch hier erweitern. Ich habe hier freie Fläche. Da kann ich mich ja noch eigentlich genug ausüben. Auch wie hoch und wie die Spitzen sind bei unserem Berg, das kann man immer selber entscheiden. Bei den Simpsons ist an sich alles relativ flach gehalten. Es gibt ja auch diese Vorlage von der Spiele-App, da ist das ein bisschen spitzer. Also von daher hast du freie Hand, wie du es gerne machen möchtest. Ich habe das jetzt erstmal flach gelassen, weil ich weiß nicht, ob ich da oben eine Straße noch lang ziehe oder sonstige Sachen. Halt kommt immer drauf an, wie ich dann hier hinten mir das Ganze noch weiterbaue. Naja, muss ich mal gucken. Ja, aber ansonsten, das ist der Springfield-Berg. Mehr kann man eigentlich zum Berg nicht sagen. Wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen, wie man das gerne machen möchte. Aber das ist so der kleine Schritt, den ich eigentlich immer mache, um irgendwie Natur, also sagen wir mal so ein bisschen Berge oder Hügel oder sonstige Sachen zu machen. Ich mache mal so ein kleines Pyramidensystem und dann verfeinere ich mir das an den Seiten. Und ich finde dann immer, das Resultat kann sich sehen lassen. Ne? Das sieht ja schon so ein bisschen naturmäßig aus. So Minecraft, wie man so kennt, aus der Landschaft. Ne? Man kann natürlich auch noch andere Blockmaterialien nehmen. Man muss ja nicht nur mit Erde bauen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Man kann auch mit ein bisschen Stein reinhauen oder andere Grasarten, wie es ja hier in Minecraft gibt, kann man auch verwenden. Also da kann man sich eigentlich genug austoben, ne? Bis es einem gefällt. Ja, ansonsten, was könnte es als nächstes geben? Ich habe mir schon was überlegt, da hinten, ne, dieses rosane Ding etwas, das hast du bestimmt auch bei den Fotos gesehen. Das wird als nächstes kommen, das habe ich mir schon reingesetzt, dass das kommt. Was es ist, wirst du ja dann sehen. Aber ansonsten, falls irgendwas noch gebaut werden sollte, was du gerne sehen möchtest hier bei der Stadt oder auch was nicht zu Simpsons gehört, irgendeine andere Cartoon-Serie, also bitte bleib auch bei Cartoon irgendwie so, weil ich mag immer Cartoons in Minecraft bauen. Also wenn du da irgendwas hast, was in Minecraft umgesetzt werden soll, kannst du es mir gerne reinschreiben und dann gucke ich mal, ob ich das umsetzen kann. Ja, aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erbauen deines eigenen Springfield-Bergs, also von der Höhe und alles, da muss man so ein bisschen gucken. Ich habe hier so ein bisschen drauf geachtet, dass er doch ein bisschen bei unserem vorderen Objekt größer ist, weil wenn er kleiner wäre, wäre das ja ein bisschen unschön jetzt von der Schrift her. Man kann hier so ein bisschen gucken, wenn wir hier ein bisschen weiter nach vorne fliegen. So, ja gut, jetzt auf der weiten Distanz hier Minecraft geht das Ganze auch vielleicht ein bisschen unter, aber ich finde, das geht eigentlich noch so, ne, oder? Ja, ne. Man erkennt es wenigstens. Ja, irgendwie bei den Sims war ja auch manchmal in der Schule, war ja auch der Berg ein bisschen zu sehen. Gut, jetzt steht hier das Manzano-Zentrum vor, aber das stört mich jetzt nicht so doll. Ich finde es super, hatte ich endlich mal hier so einen Lückenfüller auch für die Ecke. Hat also alles gepasst. Ja, dann war es das hier jetzt für diese Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Simpsons-Folge oder sonstige Folge, ne? Gucken wir mal, was da kommt. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich hier vorne einfach Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze hier. Und dann sage ich nur eins zu dir. Und zwar ganz einfach, du weißt es. Tschüss.